Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Das würde ich auch mit der Top 11 machen hier. Höhepunkte, let's go. Möchte ich gar nicht groß umstellen. Schauen wir, ob wir gegen Mainz auf alle Fälle die 3 Punkte holen können. Schön wäre es. Und sorry, wie gesagt, wegen der Stimme. So, es regnet in Mainz. Dann gehen wir mal rein da. 12. Spieltag. Gegen den ersten FSV Mainz zu in der Meva Arena. So weit rein da. Let's go. Hartage. Wir kriegen gleich mal einen Alleingang. Erst durch. Ansgar Knauf. Wenn wir jetzt keinen Fehler machen, sieht es auch gut aus. Ja, da laufen 2 HSVer mit. Wenn wir den nicht machen, ganz ehrlich, so Sesko kann ihn einfach nur reingrätschen. Einfach reinlaufen und reingrätschen. 0-1, Benjamin. Sesko. Weiter geht's. Kriegen sogar noch einen Elfmeter. Ryan, unser bester Mann, darf ihn ausführen. Gegen den Torhüter namens Ries. Mach nach links. Und er ist safe. 2-0. Ryan. Jackie. Wunderbar. Freistoß. Wenn der jetzt auch noch reingeht von Ryan Shaggy, dann habe ich alles gehabt. Dann habe ich alles erlebt heute. Hier regiert der HSV. So ist es. So, Ryan, komm. Mach mich stolz. Und er kommt gut. Den hat der Keeper leider. Oh, der kam aber wirklich gut und präzise. Das wär's gewesen. Halleluja. Oh, schade, den Kräne. Mit Vuskovic. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Und den hau ich auch weg. Tschüss. So. Angriff Mainz 05. In der 50. Spielminute. Aber es sieht gut aus. Wo ist der Fall? Da ist der Fall. So, aufpassen. Ja, die hat Batsuno. Jetzt kriegen wir sogar noch eine Ecke. In der 61. Beziehungsweise 60. oben links. Flanken wir mal rein. Wenn er gut kommt, wird sogar ein Kopfball aufs Tor. Sesko. Aber auch gut pariert vom Gegner. Okay, einmal mal Skyvini vorne. Alles klar. Why not? Warum nicht? Skyvini kann auch Tore. Aber nicht so. Ah, schade. Boah. Komm, wenn wir den Ball weiterhalten, bleibt es gefährlich. Jawohl. Und jetzt der nächste Abschluss. Kriegen wir den Ball noch? Nein. Alleingang Mainz 05, aber da haben wir noch einen Spieler. Gegen Mamouche. Vuskovic. Ja, Vuskovic. Schön. Gelegenheit zur Flanke für uns. Sieht sehr, sehr gut aus. Ah, nicht gut nach vorne. Wir kriegen aber nochmal einen Angriff. Sesko versus Schulz. So, Sesko. Schön. Die hat da. Ruhig auch sonst ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Können wir auch machen. Aber die hat da. Schade. Skyvini einfach mit vorne. Aber egal, wir gewinnen mit 2-0. Vor allem auch zu 0, das ist so wichtig wieder. Gott sei Dank. Ja, Scherki und Sesko, die beiden Torschützen. Wunderbar. Jetzt haben wir Champions League gegen Tottenham Hotspur. Wir haben Posteingang. Entwicklungsplan Scully. Können wir mal gucken, wie sieht's aus. Schwacher Fuß. Ja, wären nur zwar 75 Wochen, aber kann er machen. Warum nicht? Warum nicht? Soll er doch machen. Können wir ihn noch ein bisschen entwickeln damit. Danach ist Leverkusen dran. Hat sie Kadunic schon Angebot angenommen? Perfekt. 2 Jahre. Geht sogar in Ordnung. Nehmen wir an. Und wir müssen gar nicht mehr groß verhandeln. 9,2 Millionen. Dennis hat sie Kadunic nächste Saison beim Hamburger SV. Nächste Saison ab der Winterpause. Was laber ich hier wieder für Käse? So, okay. Wunderbar. Dann kommt er ab Winter.
Dann haben wir das auch. Jetzt gegen Tottenham. PK wird übersprungen. Und dann würde ich mal sagen, Teammanagement. Ich bin jetzt verrückt. Aber Colombo muss erstmal, weil Hatzi Kadunic ist ja noch nicht da. Levin nehme ich mit für Unova. Rote davon an. Na, wobei Scali hat eine 84. Ich nehme Scavini runter. Tausche das. Geht das? Ja, das geht. Okay. Tell. Für Matcher diesmal. Herr Vuskovic scheint nicht ganz fit. Das ist halt immer das Problem. Ich nehme Boateng mit. Dann nehme ich Ulreich mit. So, okay. Gegen Tottenham. Auswärts in Tottenham. Wird komplett gezockt. Let's go! Was war das gerade für ein Bug? Da unten mit dem weißen Streifen. Gut, okay. Jürgen Klopp mit den Spielern auf dem Feld. Trainiert mit denen. Das also in Kürze. Und jetzt geht's rein. In Tottenham Stadium. Let's go. Beziehungsweise im Tottenham Hotspur Stadium. Entschuldigung. Spurs versus HSV. Wolf Fuß, Frank Buschmann sitzen auf der Tribüne ganz oben. Da hinter der Leinwand versteckt, da oben rechts. Die können nicht viel davon mitbekommen, weil hinter der Leinwand ist halt schwierig. Hier, das soll... Das ist, glaube ich, Niklas Süle. Nicht das soll, das ist er, glaube ich, sogar. Weil der spielt ja hier diese Karriere bei Tottenham. Aber jetzt erstmal die Champions-League-Hymne, bitte. Niklas Süle hat man vorhin schon kurz gesehen bei der Hymne und hier wird es jetzt auch nochmal stehen, genau. Antonio Conte schickt diese Elf raus. Luis Diaz sogar gelb ermahnt oder verwarnt. Rui Marais, Carrasco auf der Bank, okay. Spence, Orban, Beris, Simo, Diaz, Duro, Paris, Torrente, Saar im Tor, okay. José Saar, genau. Tolle Stimmung in Tottenham. Foto. Tom Kraus darf heute die Kapitänsbinder, weil Vuskovic nicht ganz fit ist. Mario Vuskovic nur auf der Bank. Hier die Aufstellung von uns. Und hier sehen wir es nochmal. Mario Vuskovic nur auf der Bank. Er ist nicht ganz fit. Das wird meine Elf mit Colombo, mit Tell, ZOM, Rote RV. Ansonsten eigentlich wie immer. Scully als IV diesmal. Da habe ich Scavini diesmal runtergenommen. So, mal gucken, wie sich diese Elf schlagen wird. Gegen Tottenham Hotspur. Wunderbar. Scully. Auf Rote. Jatta nach vorne auf Cherki. Der ist durch. Der probiert. Possessa ist dran. Ecke. Erste Möglichkeit nach 5 Minuten. Matthijs Tell. Keiner greift ihn an. Der probiert und der trifft. Keiner greift Matthijs Tell an. 6. Minute 1:0 HSV. Keiner geht auf Tell. Die lassen ihn in den freien Raum. Und den hat er perfekt ins lange Eck geschossen. Gucken wir nochmal. Hier, keiner geht auf Tell, hier 16,5 Meter. Schön ins lange Eck geschlemmt, regelrecht. Wunderbar, Matthijs Tell. 6. Spielminute. Geht gut los. Aber ich sag nur Feyenoord Rotterdam, ne? Es kann noch alles passieren. Oh, schön den Ball erobert. Sesko. Lauf, Junge, Diatta ist durch. Und Diatta macht das 2:0.
in der 10. Spielminute. Was ist denn jetzt gerade los? Aber wie gesagt, Feyenoord Rotterdam. Da kamen sie mit Anschluss, haben es dann mit Ausgleich und gedreht, ne? Aber stand jetzt 2-0, so wie bei Mainz vorhin. Ich wäre zufrieden. Die Chancen bisher genutzt und verwertet. So muss es sein. Oh, wunderbar. Durch einen Fehler von Tottenham. Kraus, der Captain. Der probiert, der geht weit am Tor vorbei. Ja, die erste Viertelstunde, 2-0 für den HSV, es geht voll in Ordnung. Ich bin aus meiner Sicht erstmal sehr, sehr zufrieden. Wir müssen nur hoffen, dass Feyenoord Rotterdam ein bisschen patzt. Schön. Ja, verlieren den Ball leider wieder. Okay, wir haben den Ball. Jetzt, na, da soll der gar nicht hin, da soll der auf Tell. Aber egal. Hätte Fahrradkette. Parrot versus Netz. Den hat Colombo auf Batunu, schön. Macht er ganz cool. Wunderbar. Scully. Ab nach vorne zu Scherki. Der ist durch. Jetzt müssen die Leute aber auch mitmachen. Ah, gute Idee auf Tell, aber der Gegenspieler hat was erahnt. Boah, faul. Aber Tottenham darf noch. Regulor gegen Rote. Rote muss doch erstmal hingehen. Das ist sehr gut. Und der Batunu. Raus da. Das war ja schon wieder riskant hier. Nett, super. Lässt ihn nicht vom Gegenspieler veräppeln. Schade. Sesko nicht gut. Tottenham wieder über Parrot. Colombo kommt da nicht hin. Den hat Batunu. Scherki. Ah, sehr weit vor, oder? Ja. Er will ihn mal wieder zurück, aber er kriegt ihn nicht so richtig. Über Power Shot, Batunu. Netz. Schön. Jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Hat den freien Raum. Ah! Den habe ich nicht kommen sehen. Den Spence. Boah, schöne Grätsche. War Colombo gewesen. Schön. Da oben. Ryan. Vom Ryan Lauf. Boah, wird abgeräumt. Foul, richtig. Gibt gelb. Geht in Ordnung. Oh, Carrasco. Kommt für. Keine Ahnung. Erstmal Verissimo gelb. Den meine ich direkt, oder doch? Soll ich ihn direkt machen? Für Parrot, okay. Ich mach doch direkt. Ich bin wahnsinnig. Die hat da. Oh, schade, Außennetz. Aber okay. Nicht viel los bei Luis Diaz. Das stimmt. Aber so schlecht war es trotzdem eigentlich, ne? Auch wenn es ein Außennetz war, aber der Freistoß war trotzdem nicht so schlecht. Oh, die hat da. Holt den Ball. Schön. Ah, schade. Okay, Sesko hat den Ball noch. Ah, schade. Es müsste eigentlich die Halbzeit sein. Und es ist auch 2-0, Halbzeitpause. Zweite Halbzeit geht wieder los. Stimme wie immer, naja. Stand jetzt. Beschickt das Feyenoord. Sieht es gut aus. Stand jetzt steht es nämlich bei denen 0-0. Im Parallelspiel. Aber wer weiß. Wie Feyenoord dann noch spielen wird. Komm, Scherki, lauf. Scherki, Pfosten. Und der ist leider drüber von Diatta. Da Antonio Conte, der Gesichtsausdruck sehr wütend. Das ist schon fast ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ah, schön. Gut, okay.
Los Colombo gegen Carrasco. Ja, oh Gott! Pazuno, jawohl. Das war, glaube ich, Scully gewesen gerade da. Der den auch Pazuno einfach mal so gefährlich bringt. Nein! Anschluss! Anschluss 2-1. Nee, Michel bringt noch nicht. Ist erst das 2-1, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Wir dürfen jetzt keine, oh, das war schon der riskante Pass. Keine großen Fehler zulassen. So, Rote. Jatta, Cherky. Ah, nicht gut. Jetzt Diaz. Aufpassen. Das macht Tottenham sehr gut. Batum kommt im richtigen Moment raus. Aufpassen. Scully, schön. In jetzt andere Richtung, aber zack, zack hier. Cherky. Ah, nicht gut, Diatta. Ah, schon. Als nächstes geht's gegen Leverkusen in der Bundesliga. Oben links eingeblendet. Scully. Oh, das ist nicht gut. Batsulu. Hätten wir nicht so einen starken Keeper, ne? Ganz ehrlich, das hätte schon längst anders ausgesehen. Jawohl, Batsulu. Wäre das Spiel schon wieder ganz anders verlaufen. Cesco. Jatta macht das Spiel breit. Jatta. Einmal zum Abschluss kommen! Ah, schade. Da kamen wir nicht mehr gut zum Abschluss. Jatta. Schön auf Cherky. Boah, und Rostar hält den. Jetzt bringe ich Michel für Cherky. Unukuimarei spielt jetzt Benz. Cherky geht jetzt tatsächlich runter. Mal gucken, ob Michel diesmal der Glückspilz ist. Knauf haut den rein. Tell kriegt den nicht. Scully runter auf Knauf. Flanke, komm, nicht schlecht. Kopfball drinne! 3-1. Wer war es? Benjamin Sesko war es. Tommy Doyle für Tom Kraus genommen. Ja, die Flagge kam ja perfekt. Und den Kopf genau richtig. Hier, Keeper war noch dran, aber da war schon hin. Und dann haut der Keeper sich noch voll gegen den Pfosten. Hauptsache, der hat sich nicht verletzt. Gute Besserung. Und 3-1, wichtig. Wichtiges Tor. Vom Netz, lauf. Ball gewinnen, auch Ball wieder gleich verloren. Den hat Batsulu safe. Und ich würde auch gleich sagen, wir wechseln mal weiter. Ich bringe nämlich Ulreich für Batsulu. Und dann bringe ich ein Leven für Diatta. So, Rote. Diatta. Mit seiner wahrscheinlich letzten Aktion in diesem Spiel. Der probiert einfach mal und der war nicht mal so ungefährlich. Hier die Wechsel. Die hat er mit 5 Schüssen, also der hat heute ein gutes Spiel gemacht. Schöner Ballgewinn, Michel. Auf Rote. Flanke, ja, gut, das kannst du nicht als Flanke bezeichnen. Oder sagen wir mal eher flache Flanke. Und dass man auch halbwegs gut zu schreiben. Ja, Öztunali nicht gut. Rote gegen Diaz. Ah, schade. Ah, Ulreich. Ja. Okay, der gegnerische Torhüter ist mit vorne. Komm, Öztunali, lauf. Boah, schön. Ah, da ist doch keiner, Öztunali. Aber egal, Zeit von Uhr nehmen. Wir gewinnen mit 3-1. Wichtige 3 Punkte. Die Frage ist, wie hat Feyenoord gegen Besiktas das gespielt? Ja, doch, das sind die beiden. Wie hat Feyenoord gegen Besiktas das gespielt?
Feyenoord hat leider knapp gewonnen. Okay. Aber ich glaube, es liegt ja auch so ein bisschen an der Tordifferenz. Wir gucken mal. Okay, wir sind Dritter, haben 2 Punkte auf den ersten Abstand. Also Meisterkurs spielen wir auf alle Fälle noch mit. Gucken wir mal in der Champions League. Okay, wir haben zwar mehr Tordifferenz, aber... Ja, aber wenn wir noch mehr Tordifferenz haben, müssten wir nicht eigentlich Erster sein. Ganz kurios. Okay. Egal. Oder ist das mit der, wer weniger Tor... Ist egal. Gut. Auf alle Fälle, egal was passiert im letzten Spiel gegen Beşiktaş, wir sind auf alle Fälle weiter. Können wir mal die anderen gucken. Dortmund spielt Europa League. Leverkusen droht sogar noch der Rauschmiss, aber noch alles möglich. Bayern ist Erster. Die sind also safe weiter. Leipzig souverän. Sogar noch ohne Niederlage. Okay, Barca. Stand jetzt Napoli, aber Dynamo Kiew kann auch noch weiterkommen. PSG und Schachter Donetsk stand jetzt. Atletico Madrid und Salzburg. Oha. Da los. Inter, Liverpool. Und Genk könnte noch mitmischen ein bisschen, aber ansonsten sieht es soweit danach alles aus. Dann gucken wir mal Spielerchat. Hallo, was du für einen Innenverteidiger? Du kannst noch, aus meiner Sicht machst du es gut, aber du wirst für mich sowieso weiter als Außenverteidiger bleiben. Juti. Dann spulen wir noch bis Leverkusen vor, das beim nächsten Mal. Und was war das dann mit Nürnberg? Pokal oder Liga? Pokal, okay. Also Pokal gegen Nürnberg denn beim nächsten Mal. Wieder Spielerchat. Tape in letzter Zeit gut in Form. Vor uns liegen wichtige Spiele, aber wer weiß, vielleicht wirst du auch spielen. Wer weiß, wer weiß. Judy, dann war es das erstmal hier mit dieser Session für heute. Outro Lobby, du bist wie immer dran. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.